Hallo Leute und herzlich willkommen zur Praxislektion von DJ Pro 2. Ja, DJ Pro 2 von Algorithm ist ein sehr minimalistisches Programm. Es ist ja sehr eben übersichtlich aufgebaut, hat nicht ganz so abgespacete Funktionen, dafür aber einige coole Features, die andere Programme definitiv nicht haben. Es ist vor allem für Einsteiger geeignet oder Leute, die es gerne eben simpel und einfach gehalten mögen. Ja, und insofern schauen wir doch einfach mal rein. Ja, wir haben jetzt hier wieder die klassische Übersicht. Wir fangen wie immer mal beim ersten Einrichten sozusagen an. Also wenn ihr DJ Pro 2 startet, dann schaut das Ganze so aus. Ihr könnt hier die Ansichten ändern. Das heißt, hier habt ihr diese Übersicht. Ihr könnt da auch ein Single-Deck draus machen, falls ihr eben erstmal Songs einfach so bearbeiten möchtet. Diese Variante hier ist dann für den Automix, dazu später dann noch mehr. Hier habt ihr im Prinzip die klassische Sichtweise, könnt dann noch wählen, ob ihr vielleicht die Vinyl-Variante bevorzugt. Und ihr könnt natürlich auch sagen, ob ihr jetzt hier eher das Ganze horizontal oder vertikal haben möchtet und auch, ob ihr die Jogwheels hier noch sehen möchtet oder nicht. Ihr könnt damit rumspielen, kostet natürlich aber auch viel Platz, also probiert es einfach mal aus. Ja, außerdem habt ihr die Möglichkeit, hier sogar auf den Vier-Deck-Modus zu wechseln oder aber auch hier das Ganze wieder so darstellen zu lassen. Ja, am Ende dann hier eben noch die Videofunktion, dazu dann aber später mehr. Wir bleiben jetzt der Übersicht halber einfach mal in dieser Version hier und wechseln eben auf Musik. Ja, im Prinzip war es das auch schon an Einstellungen vom Layout an sich, vom Programm. Ihr könnt jetzt hier noch die Darstellung ändern lassen, das heißt, ihr könnt statt hier das alles zeilenartig darzustellen, das auch in solchen Kacheln darstellen lassen. Das ist eben auch noch Geschmackssache. Ansonsten könnt ihr dann hier noch wechseln, dass ihr zum Beispiel Interpreten oder Album oder auch Genre zum Beispiel dann euch ausspucken lassen könnt. Aber im Prinzip DJ Pro 2 ist ja sehr übersichtlich, sehr minimalistisch, war es das auch schon, was das grobe Layout jetzt angeht. Ihr habt hier dann noch die Möglichkeit, im Prinzip wie eine Art zweite Mediathek aufzumachen. Das heißt, wenn wir jetzt hier ein paar Tracks reinziehen, dann könnt ihr hier mehrere Playlisten sozusagen gleichzeitig sehen. Dazu dann aber gleich noch später mehr, wenn wir eben in die Mediathek gehen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch hier noch Effektpads oder Samplepads anzeigen lassen, dann hier die Effektsektion einblenden lassen, als auch hier noch die erweiterten Funktionen des Mixers. Also, gehen wir dann jetzt nochmal ein bisschen genauer auf die Mediathek ein. Also, ihr habt ganz klassisch hier die iTunes-Integration, wie man sie eben kennt. Das heißt, ihr habt hier dann zum Beispiel Playlisten, eben wie sie in iTunes auch angelegt sind, bis zu den Top 25 und könnt hier eben ganz klassisch auf die Lieder zugreifen. Außerdem ein sehr besonderes, sehr cooles Feature, habt ihr hier eben Spotify integriert. Wenn ihr Spotify wirklich richtig nutzen möchtet, müsst ihr aber einen Premium-Account haben, der kostet natürlich Geld. Insofern ihr sowieso einen habt, perfekt. Insofern ihr noch keinen habt, müsst ihr euch überlegen, ob ihr euch deswegen extra einen zulegt. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Feature. Wir haben jetzt einfach mal random irgendwelche paar Tracks hier in die Auflegen mit Erfolg Playlist reingezogen. Und dann könnt ihr die ganz einfach aus Deck ziehen. Und dann seht ihr schon, es legt direkt los. Es hat kurz geladen, aber es geht auf jeden Fall sehr schnell. Und ihr bekommt hier auch eben das Analyseergebnis, BPM, Key und so weiter, wird auch analysiert, obwohl in Anführungszeichen der Track ja nicht auf eurer Festplatte ist. Das funktioniert also sehr gut und geht auch sehr schnell.
Ihr habt ja also so gut wie keine Verzögerung, funktioniert wunderbar und somit steht euch natürlich eine unfassbar große Library zur Verfügung, die ihr ja, insofern ihr natürlich Internet habt, jederzeit anzapfen könnt. Ihr könnt hier eben eigene Playlists nehmen oder zum Beispiel auch Happy Dance, jetzt auch einfach mal willkürlich die nächstbeste Playlist als Favoriten-Playlist sozusagen hinzugefügt. Die hätte natürlich jemand anderes erstellt, aber könnt ihr genauso machen. Ja, außerdem habt ihr dann hier eben eure Video-Mediathek. Hier habt ihr zum Beispiel ein paar Beispielvideos oder von iTunes haben wir jetzt hier mal ein paar Musikvideos einfach auch als Beispielvideo reingezogen. Und was ihr auch machen könnt, sind zum Beispiel mit Fotos arbeiten. Ja. Hier sind zum Beispiel auch mal ein paar Beispielbilder von uns jetzt. Das greift nämlich zum Beispiel auch auf iPhoto zurück. Das heißt, hier funktioniert natürlich nicht nur die Synchronisierung mit iTunes. Und dann habt ihr hier noch den Explorer sozusagen. Hier könnt ihr dann einfach Ordner hinzufügen und sagen, wir machen jetzt hier einfach mal den DJ Pro 2 Ordner rein. Zack, da ist er auch schon. Hier können wir dann auf die elektronische Musik, auf Hip-Hop, was auch immer, können wir dann zugreifen. Auch einfach wieder die Tracks reinziehen. Ganz easy. Können Sie natürlich auch ganz einfach zu unserer Mediathek hinzufügen. Dafür ziehen wir es dann hier rein. Also da sind wir eben sehr flexibel. Wir haben jetzt einfach mal hier eine Beispiel-Playlist und da ziehen wir doch einfach mal alle Lieder aus der elektronischen Playlist rein. Importiert er kurz und dann war es das auch schon. Also das geht hier eben sehr schnell. Und ein cooles Feature habt ihr hier, ihr könnt hier Filter einbauen, hier als auch hier. Und dann sagen eben, spuck mir bitte nur Tracks aus, die eine BPM haben zwischen 110 und 120. Und zum Beispiel könnt ihr sogar noch eine Tonart festlegen. G hat jetzt hier niemand, D zum Beispiel. Ja. Das heißt, hier könnt ihr eben dann noch sehr schnell eine große Mediathek schnell eben eingrenzen und durchforsten. Ja, hier könnt ihr natürlich auch den Abstand ändern, das heißt übersichtlicher machen, je nachdem, was ihr eher sehen möchtet. Hier ist eben sozusagen die externe Sektion, das hier ist die interne Sektion. Und wir können auch einfach mal sagen, analysiere uns mal bitte die ganzen Tracks, dann legt er hier los. Und das ging ja auch schon sehr schnell. Damit sind wir durch, haben alle Informationen. Und hier könnt ihr dann eben zum Beispiel eine Playlist anlegen. Ihr könnt eine intelligente Playlist hinzufügen. Das ist diese hier zum Beispiel. Die hier hat auch eine Regel, also auch wie eine Art Filter. Und hier haben wir eben gesagt, bitte tu hier nur Tracks über 110 und unter 120 BPM rein. Könnt sogar noch mehr Regeln hinzufügen. Und insofern das eben auf unsere Playlist hier zutrifft, räumt er hier automatisch die Tracks rein. So, machen wir die Range mal ein bisschen größer. Jetzt seht ihr, hier sind eben die Tracks automatisch drin gelandet. Außerdem könnt ihr eben einen Ordner hinzufügen, das ist hier dieser Beispielordner. Und da könnt ihr dann eben auch wieder eine Playlist hinzufügen, das heißt, ihr habt ja noch eben so Unterkategorien. Ja, außerdem habt ihr hier den Verlauf. Da könnt ihr dann nochmal auf das zurückgreifen, was ihr eben die letzten Male so gespielt habt und könnt eben hier dann eine neue Session noch hinzufügen. Genau, das eben zur Mediathek jetzt in erster Linie. Also Integration von normalen Ordnern, Integration von iTunes, Integration von Spotify. Und genau, die Struktur mit den Ordnern und Playlisten. So, dann kommen wir zu den Decks. Die Decks befinden sich hier oben und sind im Prinzip sehr klassisch aufgebaut. Wir haben hier oben eine Wave-Struktur mit Informationen vom Track, ein Cover natürlich, Name und so weiter, den Key und die Zeit. Hier beim Key können wir auch noch einstellen, ob er den verändern soll. Das ist eine sehr coole Funktion. Insofern ihr eben den Key von dem einen Track an den hier angleichen möchtet zum Beispiel, dann könnt ihr das hier ganz einfach zu dieser Veränderung
machen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel eure CDs ja auf dem Standard lassen und dann sagen Match und dann macht das auch genau so. Sehr, sehr easy, sehr, sehr cool. Ihr habt dann hier nochmal die detailreichere Wellenform und könnt das Ganze auch eben dann zum Beispiel als Slice machen. Das heißt, ihr könnt hier dann immer wieder rumklicken und nur diesen einen Bar sozusagen spielen lassen. Oder ihr habt Slip, das heißt, ihr haltet es fest zum Beispiel und ihr seht schon, hier ist jetzt gerade der rote Balken weggelaufen, weil ihr den Track zwar sozusagen anhaltet, aber er immer weiterläuft. Ja, dann könnt ihr hier auch noch reinzoomen oder auch rauszoomen, je nachdem, wie ihr das am liebsten haben möchtet. Und ihr könnt dann hier auch noch den Downbeat setzen. Also das ist ja immer der erste Schlag eines Takts. Und außerdem könnt ihr den Grid setzen. Der Grid-Start ist natürlich immer am Anfang eines Tracks. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal ganz an den Anfang und sagen, genau das hier ist eben der Grid-Start. So, und wenn wir jetzt eben sagen, ah, das passt uns noch nicht so ganz, weil wir eben sehen, okay, ist noch ein bisschen nach hinten verlagert, dann gehen wir hier auf Grid und schieben das Ganze ein bisschen vor, zack, und jetzt sitzt es sehr genau auf dem Anfang drauf. Genau. Zoomen wir mal wieder raus. Ihr habt dann hier noch ganz klassisch den Pitch Fader, also erhöht oder verringert die Geschwindigkeit des Tracks. Könnt ihr dann einfach wieder auf 0 zurücksetzen lassen. Und ihr könnt hier auch noch ganz genau dann die BPM einstellen. Könnt es auch wieder per Tab, also dass ihr eben im Takt das mitklickt, festlegen. Außerdem könnt ihr hier noch sagen, in welchem Bereich die Range hier von dem Pitch Fader sein soll. Denn bei 8% zum Beispiel habt ihr hier eine Änderung um ungefähr 10. Aber wenn ihr das Ganze auf 75 ändert, dann haben wir natürlich eine extreme Änderung. Das geht sogar bis 30 dann runter. Je nachdem, wie ihr es lieber haben möchtet. Wenn ihr hier diese Note aktiviert, dann verändert sich eben die Tonhöhe mit der Geschwindigkeitsänderung nicht. Also klassisch Keylock. Ihr habt dann hier noch die Platte, die sich ja mitdreht, wenn der Song läuft. Die könnt ihr auch anhalten und ein bisschen scratchen, insofern ihr daran Spaß habt. Praktikabel ist es ja weniger, als dass man das mit einem klassischen Turntable vergleichen könnte. Und ihr habt dann hier wieder die klassischen Equalizer, die Höhen, Mitten und Tiefen, die ihr verändern könnt. Außerdem habt ihr hier die Lautstärke des Decks, die ihr auch noch einstellen könnt. Und hier natürlich den Line Fader eben, gespiegelt jetzt von dem MIDI-Controller. Das Ganze ist natürlich dann auch wiederum gespiegelt zu dieser Seite hier. Ist im Prinzip eben genau dieselben Funktionen. Wir haben dann hier unten eben ganz klassisch den Crossfader, je nachdem zu welcher Seite ihr das Ganze dann haben möchtet. Außerdem könnt ihr sagen, ob ihr hier vorhören möchtet, das Deck oder nicht. Und habt hier noch einen High-Pass- und Low-Pass-Filter. Und dann könnt ihr hier auch Loops setzen. Könnt ihr eben entscheiden, ob der größer oder kleiner sein soll. Ganz klassisch auch wieder. Ja, dann haben wir hier noch die Funktion, dass wir einen Punkt setzen können. Der kann willkürlich sein, zum Beispiel hier. Dann können wir mit dieser Funktion hier immer wieder zu diesem Punkt zurückspringen. Können ihn aber auch woanders hinsetzen, zum Beispiel jetzt hier und so weiter. Das ist aber kein festgespeicherter Cue-Punkt. Und insofern sind wir jetzt eigentlich auch schon mit dem Deck soweit durch. Das heißt, wir kommen jetzt hier noch zu den nächsten Funktionen. Ihr habt hier eigentlich ziemlich einfach auch wieder gehalten ein paar Sample-Bänke. Hier könnt ihr auswählen, es sind eben mehrere Varianten, die wechseln dann immer.
Ihr könnt sagen, ob ihr 6 oder 12 angezeigt bekommen möchtet. Und dann werden die eben ganz klassisch abgefeuert. Und könnt ihr halt so vielleicht euer DJ-Set noch ein bisschen bereichern. Hier ist halt die Volume der Samples. Oder eben auch, ihr könnt das Ganze noch editieren. Das heißt, ihr könnt einen rauslöschen, ihr könnt dafür ein anderes reinnehmen. Ihr könnt die Farben noch ändern und ihr könnt natürlich selbst was reinsprechen. Oder zum Beispiel auch ein Sample von Deck 1 dort reinlegen. Wir lassen uns jetzt hier mal laufen. So, das heißt, wir haben jetzt hier Sample 4, klicken das hier an, ist es auch schon drin und dann können wir es eben so abspielen. Also auch sehr, sehr einfach. Das passt zu DJ Pro, es ist alles wirklich sehr simpel und sehr übersichtlich aufgebaut. Das Ganze eben hier drüben wieder gespiegelt. Insofern ändert sich natürlich nur der Sound, aber nicht die Funktion. Ja, kommen wir zu den Effekten. Die tauchen dann hier zwischen auf und ihr könnt hier dann eben sagen, den Effekt möchte ich einschalten, ja, nein. Dann hier die Intensität. Und dann könnt ihr hier auch noch einfach den Effekt wechseln oder ihr wählt eben direkt einen aus. Je nachdem könnt ihr eben auch noch Favoriten festlegen. Das Ganze könnt ihr bei jedem Effekt hier machen, das heißt, es ist auch wieder genau dasselbe. Ja, außerdem könnt ihr dann einstellen bei den Effekten, wie sehr die insgesamt eben die drei hier auf die Tracks wirken sollen. Das macht ihr über den Dry-Wet-Regler. Das heißt, wir starten jetzt hier einfach mal. Ihr seht also, Dry ist sehr schwach, Wet ist sehr stark. Ja, dasselbe eben auch auf dieser Seite hier ist einfach gespiegelt. Ja, kommen wir zu den Loops. Hier könnt ihr die natürlich auch wieder individuell mit In und Out setzen. Aktiviert oder deaktiviert ihn hier. Oder eben ihr benutzt die Vorgaben, blöd gesagt. Das heißt, ihr habt ja hier eben dann die Möglichkeit, sie einzustellen. Wenn euch das Ganze so passt, wie ihr das eingestellt habt, dann klickt ihr hier einfach auf Plus. Und dann wird hier die Zeit markiert und eben was das für ein Loop ist. Dann könnt ihr einfach mal weiterspringen. Zack, klickt rein und seid wieder zurück. Das Ganze könnt ihr eben dreimal machen. Und wenn ihr jetzt wieder weg haben möchtet, dann einfach auf den Stift und aufs X. Ja. Das Ganze eben auch für dieses Deck wieder. Und hier habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, Cue-Punkte einzusetzen. Das heißt, wir springen jetzt einfach mal hier hin, klicken dahin, zack, haben jetzt hier einen Cue-Point, haben hier einen und jetzt können wir einfach zwischen den beiden hin und her springen. Auch ganz, ganz, ganz simpel. Genauso auch wieder mit dem Stift hier, wenn ihr die wieder loswerden möchtet. Ja, dann kommen wir noch zu dieser Sektion hier. Hier habt ihr nochmal eine größere Übersicht. Ihr könnt hier zum Beispiel einstellen, dass ihr nur diese drei Cue-Punkte sehen möchtet. Das heißt, wir haben jetzt hier den roten gesetzt, können immer wieder zu dem springen oder eben auch zum grünen. Den hatten wir ja vorhin schon auch gesetzt zum Beispiel. Oder ihr macht das Ganze hier mit den Loops oder eben auch mit dem Effekt. Habt ihr dann hier nochmal die Möglichkeit, das Ganze sehr individuell mit der Maus zu gestalten. Also ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Hier könnt ihr den Effekt eben wieder auswählen oder einfach wechseln. Und hier könnt ihr dann auch noch sagen, wollt ihr diesen Effekt, dass er direkt schon kommt, sozusagen eben instant. Und genauso könnt ihr auch mit eben diesen Pads arbeiten oder manual, dass ihr wieder die genaue Konfiguration so vornehmen könnt, wie ihr es möchtet. Ja, ihr könnt dann außerdem eben ja genauso hier noch mit den Loops arbeiten und könnt euch natürlich auch zum Beispiel 8 Cue-Punkte anzeigen lassen, anstatt nur 3. Seid natürlich deutlich flexibler. Auch hier habt ihr dann mehrere Loops, könnt mit Pads arbeiten.
oder eben so. Die funktionieren dann eben nur, solange ihr drückt. Könnt ihr natürlich auch so einstellen. Aber so ist natürlich auch eine coole Funktion. Genau, das war im Prinzip jetzt hier auch noch die verschiedenen Varianten mit Loops, Cue-Punkten und Effekten. Außerdem habt ihr hier dann eben noch das Ganze ein bisschen anders dargestellt. Anstatt dass die Decks hier so weit getrennt sind, sind sie jetzt hier beieinander und die Wellenformen sind hier eben deutlich länger und größer. Könnt ihr eben für euch ja noch entscheiden, was euch da lieber ist. Ja, kommen wir also wieder zurück zur klassischen Ansicht. Wir haben jetzt hier im Prinzip den Mixer durchgesprochen. Wir haben die Decks besprochen. Wir haben die Mediathek besprochen. Wir haben die Effektsektion besprochen. Und jetzt geht es im Prinzip nur noch an die Einstellungen oder eben besondere Funktionen. Das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal rein. Hier habt ihr die Möglichkeit, mit einem Mikrofon zu arbeiten. Ihr könnt natürlich auch beim Kopfhörer einiges einstellen. Wollt ihr das splitten, das heißt, auf dem einen Deck ist das Track zum Vorhören, auf dem anderen läuft das Deck, was auch draußen zu hören ist. Oder eben wollt ihr die beiden gemischt haben. Dann könnt ihr hier einen Mix aufnehmen, egal ob Audio oder Video. Ist auch selbsterklärend und hier einfach die Ausgabelautstärke. Ja. Wenn wir jetzt noch zu den Einstellungen möchten, dann gehen wir hier rein. Das ist nicht sehr umfangreich, schnell erklärt. Also wenn ihr möchtet zum Beispiel, dass der Track, wenn er reingeladen wird, direkt abgespielt wird, dann müsst ihr hier den Haken setzen. Wir sind eigentlich eher so ein Freund davon, dass er es nicht macht, dass wir es selber bestimmen können. Hier jetzt zum Beispiel passiert es nicht. Jetzt geht er direkt los. Und er kann natürlich auch automatisch zum Startpunkt springen, was auch an sich eine coole Funktion ist. Zack. Und Autosync, ja, muss jetzt nicht sein. Ihr könnt auch hier den Button klicken. Müsst ihr entscheiden. So, Laden von Titeln auf aktivem Deck verhindern. Ja, definitiv. Denn wenn ihr zufällig das Deck verwechselt, auf das ihr einen Track laden möchtet, und das ist eben eigentlich der Track, der gerade draußen zu hören ist, dann ist die Musik auf einmal weg. Das wäre schlecht. Deswegen hier definitiv den Haken setzen. Der Temporegler, den hatten wir vorhin hier schon beim Pitch Fader. Und Loops quantisieren macht auf jeden Fall auch Sinn, damit sie eben an das Taktmuster angeglichen werden. Ja, die Stoppverzögerung ist immer das, was ihr eben hört, wenn wir hier Stopp drücken. Es fährt ja so leicht runter. Müsst ihr jetzt entscheiden, ob ihr ein Freund davon seid, ja oder nein. Könnt ihr hier anstellen. Dann haben wir hier Geräte. Aktuell haben wir ja die Audio 10 angeschlossen, damit ihr auch was hört. Könnt ihr genauso auf extern umstellen oder eben zum Beispiel der S8 hier. Das müsst ihr eben dann für eure Geräte individuell festlegen. Außerdem der Mixer, könnt ihr hier noch die Crossfader-Kurve einstellen. Soll es jetzt eher hart sein oder eher weich. Und habt dann noch hier einen Audio-Limiter, was auf jeden Fall auch Sinn macht, denn ein digitales Signal übersteuert sehr leicht und klippt dann eben, also es kracht sozusagen, das ist sehr unangenehm, sollte man definitiv verhindern. Deswegen auch Auto-Gain, dass die Tracks immer schön aneinander angeglichen sind. Der Automix hier hat einige Einstellungen. Ihr könnt einstellen, ob er jetzt faden soll, also eben über die Line-Fader arbeiten soll oder über den EQ zum Beispiel auch. Ihr könnt eben sagen, wie lang soll der Übergang dauern und so weiter. Und ihr könnt jetzt sagen, Automix-Liste soll zufällig sein. Das heißt, er geht nicht nach der Reihe, sondern eben zufällig. Also alles im Prinzip auch selbsterklärend. Das ja, macht er dann eben alles automatisch und macht auch Sinn soweit. Bei der Mediathek, gespielte Titel aus der Queue entfernen, macht für uns eigentlich weniger Sinn. Und ja, auch die Sortierung würde insofern Sinn machen, dass er die natürlich dann nach Ähnlichkeit sortiert. Ja, Spotify könnt ihr eben jetzt noch entscheiden, wie hoch die Qualität sein soll. Je nachdem belastet es halt eure Internetleitung. Beim Erscheinungsbild ist es im Prinzip auch selbsterklärend. Ihr seht, was sich hier verändert. Und auch hier könnt ihr dann die
Waveform nochmal einstellen. Das haben wir ja auch vorhin hier schon gemacht. Decks einfärben ist natürlich eher eine spielerische Funktion, muss natürlich nicht sein. Und hier bei Vinyl könnt ihr noch sagen, auf Cover anzeigen oder auf der Vinyl selber, das ist eben, ja, auch alles nicht so wichtig. Klebestreifen auf der Platte befestigen könnt ihr jetzt auch noch machen, wenn ihr möchtet. Und Shortcuts hier ist natürlich jetzt gerade für die Tastatur, wie das hier belegt ist. Das heißt, Play, Pause ist General. Seht ihr ja hier schon. Eben könnt ihr auch noch mappen, wie ihr möchtet. Muss aber nicht, und gerade mit Tastatur auflegen ist ja auch nicht das Beste. Bei Dateiformate habt ihr noch die Möglichkeit, für die Aufnahme eben festzulegen, in welcher Qualitätsstufe das aufgenommen werden soll. Wave-Datei ist halt unkomprimiert, ist auf jeden Fall cool. Aber wie ihr seht, es braucht halt auch das Zehnfache an Speicherplatz. Ja, kommen wir jetzt gerade nochmal zum Automix. Wir haben ja in den Einstellungen hier schon festgelegt, zum Beispiel, wie dieser Übergang laufen soll. Das heißt, wir können jetzt hier reingehen und sagen, okay, bitte nimm den Track. Dann nimmt er als nächstes schon diesen hier, der in der Liste kommt. Wir können aber auch sagen, gefällt uns nicht, nimm bitte den nächsten. Und dann hat er hier schon die weißen Linien genommen, dass er sagt, okay, hier möchte ich meinen Übergang vollziehen. Wir sagen jetzt einfach mal, los geht's. Und hier lassen wir ihn jetzt mal mixen. Also kann man sich auf jeden Fall anhören. Hier lädt er dann direkt schon wieder den nächsten Track rein. Und so geht das Spiel dann einfach immer weiter und immer weiter. Das war dann im Prinzip auch schon der Automix. Da müsst ihr einfach für euch dann ein bisschen rumspielen, welche Funktion für euch am passendsten ist. Muss natürlich auch an euer Genre zum Beispiel angepasst werden, je nachdem, wie lang der Übergang dann ist. So, und jetzt kommen wir noch zu einer coolen Funktion. Und zwar ist das hier die Videofunktion. Ihr habt ja hier dann diesen Player und habt hier eure ganzen Files. Und dann könnt ihr im Prinzip einfach ja mal Visuals passend zu euren Tracks hier anzeigen lassen. Könnt ihr noch eben entscheiden, möchtet ihr vielleicht Particles oder vielleicht auch was anderes, hier vielleicht Levels. Ihr könnt dann genauso aber auch mit Bildern arbeiten, das heißt, ihr könnt hier einfach Bilder reinziehen, bei denen dann überblenden zum Beispiel. Ihr habt dann genauso auch noch die Möglichkeit, mit Videos zu arbeiten. Das heißt, ihr zieht die hier einfach rein. Audio und Video laden wollen wir jetzt hier zum Beispiel. Und hier genauso. Ihr könnt aber auch nur das Video laden und dann lasst ihr zum Beispiel das Audio drin. Zum Beispiel so. Und dann habt ihr jetzt eben hier das als Track. Aber ein anderes Video. Wir blenden jetzt mal zwischen den beiden Videos über. Bei diesem Video hier ist ja eben dann auch der Track passend zum Video. Ihr könnt dann hier zum Beispiel noch eine Bildeinblendung machen, wenn ihr zum Beispiel noch ein Logo einfügen möchtet. Könnt dann hier eben sagen, auf welchen Bildschirm das Ganze dann noch geschickt werden soll. Und insofern, hier sind das ja die klassischen Einstellungen, die man auch vom Track Deck so kennt. Ja, von daher habt ihr auf jeden Fall noch eine coole Möglichkeit, eure Performance optisch zu untermalen. Könnt das eben auch kombinieren, so wie hier jetzt zum Beispiel. Ja, insofern gehen wir mal auf die Ausgangssicht nochmal kurz zurück. Ihr habt hier jetzt eben
eure Playlists, könnt das alles individuell gestalten, habt ihr eure Decks, alles schön übersichtlich, sehr einfach erklärt und habt hier auf jeden Fall mit den ganzen Funktionen eine ganze Menge Optionen, eben auch etwas aus eurem Set zu machen. Ja, wir möchten jetzt mit euch zusammen noch das MIDI-Mapping bei DJ Pro 2 durchgehen. Das ist sehr einfach, geht sehr schnell. Und dieser Controller hier, der S8 von Native Instruments, gehört natürlich nicht zu Algorithm und DJ. Deswegen funktioniert er auch nicht einfach so, wenn ihr ihn anschließt. Aber eben das Mappen geht sehr schnell und einfach. Ihr geht hier einfach auf MIDI, dann Tractor Control S8 konfigurieren. Das hat er schon mal erkannt, auf jeden Fall auch sehr cool, genau wie die Audio 10 Soundkarte. Und ihr seht jetzt hier alles, was wir schon gemappt haben. Wir löschen jetzt einfach mal hier die beiden Einträge raus. Und jetzt achtet mal hier unten. Wir drücken hier den Play-Button. Dann hat er schon erkannt, das ist ein Button. Ja, sonst würde es aussehen wie hier, also ein Fader. Oder wie hier ein Drehregler, ein Potty, ein Potentiometer. Dann Zielobjekt eben ist Deck 1, hat er auch schon richtig gemacht. Alternativ eben Deck 2, 3, 4, Mixer und so weiter, was ihr möchtet. Und dann könnt ihr noch sagen, was ist es denn genau für eine Funktion? Hier seht ihr schon, es gibt unfassbar viele Funktionen. Wir haben Glück, dass diese Funktion jetzt hier gerade ganz weit oben ist. Zack, es ist Play-Pause. Und wenn ich jetzt eben auf Play-Pause drücke, dann funktioniert es auch schon. Wir haben ja die andere Seite rausgelöscht. Hier seht ihr, funktioniert noch nichts. Aber es taucht auch hier auf. Deck 1 ist in dem Fall falsch, wir brauchen Deck 2 und auch genauso Play-Pause. Ja, das Ganze können wir auch mit einem Line-Fader machen. Hier wird auch als solcher erkannt, deswegen hier das Logo. Das ist dann nicht mehr Deck 2, auch nicht Deck 3, was ja vielleicht logisch wäre hier, 1, 2, 3, 4, sondern wir sind jetzt hier im Mixer und das ist eben der Deck 3 Line-Volume. So, und jetzt funktioniert das eben auch. Wir können jetzt hier mal umstellen auf 4 Decks. Laden hier einfach mal einen Track rein, starten den. Und wie wir jetzt hören, eben hat auch funktioniert. Also sehr cool ist auf jeden Fall, dass er direkt schon mal erkannt hat, was es denn ist. Ein Knopf, ein Drehregler, ein Linefader, was auch immer. Dann gebt ihr hier ein, so grob, in welche Richtung soll es denn gehen, eben Deck, Mixer, Music Library und so weiter. Und dann habt ihr hier eben noch die ganzen Funktionen. Eventuell wollt ihr auch Music Library, dann könnt ihr hier noch zum Beispiel durch eure Library scrollen, wenn ihr gerade hier zum Beispiel einen Drehregler habt und so weiter und so fort. Also das funktioniert auf jeden Fall sehr gut und sehr schnell. Und dann habt ihr im Prinzip eigentlich auch schon eure MIDIs gemappt. Und das funktioniert eben mit allen sehr, sehr einfach, sehr, sehr schnell. Ja, DJ Pro ist natürlich leider nur für Apple-Geräte, also Macs, installierbar. Gibt es für Windows leider nicht. Passt eben auch von der Oberfläche natürlich sehr gut zu Apple und hat eben auch diese wunderbare Integration zum Beispiel auch von iPhoto und den Videos, auf das zurückgreifen kann. Ja, ist verhältnismäßig günstig, gibt es eben dann im App Store und insofern ihr diese ganzen Features alle soweit cool findet, dann ladet es euch doch einfach runter. Wir hoffen, du konntest aus dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu der Software hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.